grundsätzlich finde das eine innovative Technologie, die risikoärmer ist, auch wenn ich natürlich der Meinung bin, gar nicht zu rauchen ist immer noch besser, aber es ist die risikoärmere Variante. Und ich glaube, es ist auch die weniger störende. So im sozialen Zusammenleben ist es halt doch ein Unterschied, ob jemand eine Zigarette raucht oder halt mit so einem Verdampfer da unterwegs ist. Also deswegen bin ich grundsätzlich ganz positiv eingestellt. Naja, wenn wir den deutschen politischen Raum ansehen, dann sind wir da leider die absolute Ausnahme. Ich bin gar nicht derjenige, der irgendeine Technologie jetzt in den Himmel hebt, aber ich bin zum einen der Meinung, dass erwachsene, eigenständige Menschen in der Lage sind, selbst zu entscheiden, was für sie gut und richtig ist. Ich bin außerdem der Meinung, dass es okay ist, für legale Produkte zu werben. Also solange etwas legal ist in irgendeinem Land, müssen Unternehmen die Möglichkeit haben, eben dafür auch werben zu dürfen. Das ist eine Diskussion, die wir gerade haben. Und ein Stück weit fände ich es schon gut, wenn man akzeptiert, dass ist vielleicht noch nicht das Optimum ist. Das Optimum ist, glaube ich, gar nicht zu rauchen. Aber es ist zumindest ein Weg dorthin, zu einem vernünftigeren und risikoärmeren Konsum. Und ich nehme es auch so wahr, dass in der jetzigen Zeit es wenig Jugendliche gibt, die jetzt damit anfangen, sondern es scheint eher so eine Technologie zu sein, eben für den jahrelangen Zigarettenraucher, der sich irgendwie auch an das, ja, vielleicht an die Pausen, an das irgendwas machen gewöhnt hat, wo es ja manchmal gar nicht unbedingt mehr dass die Nikotinsucht ist, sondern eben diese ins Leben eingebaute Pause, Entspannungsmoment und der das halt irgendwie möchte. Und dann bin ich der Meinung, erwachsene Menschen, die können noch ganz andere Entscheidungen im Leben treffen, die mir auch nicht immer gefallen, aber mit denen muss ich auch leben, dass man da zumindest das akzeptieren sollte und sagen sollte, es ist doch toll, dass es auch in diesen Bereichen Entwicklungen hin gibt zu risikoärmeren Technologien.